So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei den Simu-Freunden zu einer neuen Mod-Vorstellung. Mit dabei ist diesmal sogar der Rudi. Moin. So, wir haben hier einen wunderschönen neuen Grubber, soeben erschienen auf modhoster.de. Rudi, was kannst du uns dazu sagen? Ja, wir haben hier einen wunderbaren Lemken Heliodor 9600KA. Der hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter und wird von einem Trecker gezogen, der 180 bis 200 PS circa hat. Es wurde jetzt neuerdings schöne neue Reifen aufgezogen, die eigentlich ganz gut aussehen. Ein paar Texturen wurden verändert, die Animationen wurden neu gemacht und ein paar Fehler in Texturen und kleineren Bugs, die er gehabt hat, wurden beseitigt. Und einen schönen Gruß an STV Modding hier von mir. Von denen kommt er nämlich und ja, wie ihr seht, die Texturen sind wirklich sehr schön. Wir haben dann sogar ein Typenschild. Wenn ich jetzt diesen Zoom-Mod drin hätte, könnten wir uns das sogar mal durchlesen, was da drauf steht. Ich kann nur so viel sehen, da steht irgendwas mit Lemken und geprüfte Sicherheit und Baujahr und tralala. Also auf jeden Fall ziemlich hochauflösend das Ganze. Auch diese Beschriftung hier, das Lemken überall, wir haben hier Heliodor 9 stehen. Lemken ist sehr hochauflösend geschrieben. Die Blinker, ja okay, aber die erfüllen sicherlich ihren Zweck, testen wir gleich. Und ja, die Reifen sind wirklich sehr schön, sind mal andere Trelleborg-Reifen, sind auch sehr schön. Ich würde sagen, wir spannen das jetzt das Ganze mal an und gucken danach in den Shop und zum Schluss natürlich auch nochmal in die Lok rein. So. Ach so, wir spielen ohne Drive Control. Ich wollte gerade zurückschalten. Das funktioniert natürlich nicht. So, wir hängen den hier mal an. Gut, da haben wir ihn dran. Würde ich sagen, fahren wir hier mal eben zum Feld. Das sieht so aus, als wäre das allerdings schon gekrubbert. Gut, dann fahren wir eben zum Hof. Ist auch okay. Ah, dieses ist nicht gekrubbert. Dann nehmen wir doch dieses Feld hier. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also, wir können schon mal die Beleuchtung gucken auf dem Weg dahin. Blinker funktionieren wunderbar. Das Stopplicht genauso. Und das normale Licht funktioniert auch wunderbar. Gut, dann kaufen wir mal eben das Feld hier. Ja, möchte ich wirklich kaufen. Gut. Dann klappen wir das Ganze mal aus. Wie gesagt, Rudi, 6 Meter waren das, ne? 6 Meter, jawohl. Genau. So. Auf jeden Fall eine sehr schöne Animation hier. Also das gefällt mir wirklich sehr gut, wie der sich zusammenklappt. Also wenn wir den aufklappen, dann gehen sogar die Räder hoch. Das ist schon cool. Und dann mit V einfach nochmal runterlassen. Und dann fängt das ganze Gerät auch schon an. Wir haben hier ein wirklich sehr schönes Partikelsystem. Henry, mit wie viel PS testen wir denn den Grubber jetzt? Ausreichend. Definitiv ausreichend. Wir fahren hier mit dem New Holland T9 565, also der große Knicklenker. Wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Also der hat definitiv keine Probleme damit. Und, also, ja, sehr schön. Er wird natürlich auch dreckig. Wir fahren mal zurück Richtung Händler, um zu gucken, ob er bis dahin schon dreckig ist. Also wirklich sehr schönes Partikelsystem, muss man einfach mal ganz klar sagen. So, gut. Dann schauen wir nochmal in den Shop. Getestet haben wir mit 565 PS, wer hätte es gedacht. Wir brauchen, wie viel brauchen wir nochmal? Wir brauchen 180 bis 200, also locker ausreichend. Okay, das heißt, wir testen jetzt nochmal mit 190 PS. Ich finde eine sinnvolle Variante. Genau, ja. Und zwar mit dem same Fortis 190. Gucken wir mal, ob der da auch so reibungslos mit umgeht. Ob die vorgeschriebene PS-Zahl auch nicht übertrieben oder untertrieben ist. Das Ganze sehen wir jetzt gleich. So. Dann nehmen wir nochmal den Same hier. Gut, dann grubbern wir mal mit dem.
Also es ist auf jeden Fall machbar. Sicherlich strengt er sich da ein bisschen an, aber ich meine, das ist ja auch ein 6 Meter Grubber, muss man einfach dazu sagen. So, und jetzt gucken wir nochmal zum Schluss in den Shop. Also wir haben hier den Lemkin Heliodor 9600. Kostet 68.500, ist mal ein stolzer Preis, kostet 68 Euro am Tag Unterhalt und benötigte Leistung wird hier angegeben mit 180 PS und 6 Meter Arbeitsbreite. Gut, zum Schluss gucken wir nochmal an die Lok. Die ist selbstverständlich fehlerfrei. So muss es sein. Also vielen Dank an STV Modding für diesen tollen Grubber. Den werden wir auch sicherlich behalten, gehe ich mal ganz stark davon aus. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen oder sogar ein Abo da. Empfiehl es vielleicht sogar weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.